Liebe Gemeinde, bevor wir unseren Predigtext hören, ein paar Bemerkungen zu dem Text. Ausleger der Offenbarung des Johannes nennen dieses Buch der Bibel gerne das Buch der Bilder. Schöne, rätselhafte und geheimnisvolle Bilder sieht Johannes vor seinem inneren Auge. Johannes lebt in Bedrängnis. Die Christen werden verfolgt und sie werden brutal verfolgt. Sie werden genauso brutal verfolgt, wie das von Stalin bekannt ist und anderen Diktaturen. Genauso gemein und hässlich, wie wir das aus den heutigen Tagen kennen. Ich denke, kaum jemand weiß, oder es wird wenig davon gesprochen, dass die Christen zu der am meisten verfolgten Religion dieser Erde gehören. Auch heute passiert es, dass Christen simpel und einfach verfolgt werden, brutal geschunden, allein wegen ihres Glaubens. Es werden Häuser und Kirchen angezündet und das passiert häufiger, als wir denken, aber erscheint wenig in den Medien. Es waren schlimme Zeiten, die Johannes erlebt hat. Und ich denke, wir können uns das überhaupt nicht vorstellen in unserer Zeit, wenn man in einem Land wie Kanada lebt. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass unser Bekenntnis zu Gott, unser Gang zur Kirche, lebensgefährlich sein könnte. Wie gesagt, Johannes lebt in Bedrängnis und er schreibt an Bedrängte, für Leute in Not, für die Verfolgten. Manche seiner verschlüsselten Bilder sind heute schwer zu verstehen und ich denke, wir müssen sie auch nicht alle verstehen. Martin Luther hat sehr deutlich gesagt, in der Offenbarung steht nicht mehr als anderswo in der Bibel oder im Neuen Testament. Weil es gibt bis heute auch Leute, die Offenbarung wie so ein bisschen geheimnisvolles Buch lesen wollen und Dinge da herauslesen wollen und Erkenntnisse gewinnen, die sonst keiner hat. Und davor warnt Martin Luther. Weil die Offenbarung war schon immer ein Buch, das offen war für Missbrauch. Und so sagt Luther, ihr findet da nichts anderes, als was nicht sonst auch im Evangelium zu finden ist. Und wie gesagt, das Bild der Offenbarung, ein Buch der Bilder, der verschlüsselten Bilder. Und wir sollten vielleicht auch nicht den Ehrgeiz haben, als müssten wir alles verstehen. Es bedarf manchmal, liebe Gemeinde, bestimmter Zeiten, besonderer Umstände, dass diese Bilder zu uns anfangen zu sprechen. Ich denke, auch bei der Auslegung der Bibel sind wir gut beraten, uns zuweilen in Geduld zu üben. Und dem guten Geist Gottes die Zeit zuzugestehen, wenn er bestimmte Texte zu uns reden lässt. Denn jeder, der einigermaßen Umgang hat mit der Bibel, weiß, dass nicht jeder Text zu jeder Zeit uns anspricht. Und so will ich Ihnen heute davon erzählen, was mich an unserem Predigtext angesprochen hat. Mich ganz persönlich. Johannes ist hier nicht nur in Bedrängnis auf der griechischen Insel Patmos, sondern Johannes will auch seine Leute trösten, aber er ist in großer persönlicher Not. Sie werden den Text gleich hören, ich habe den Text nicht vergessen, falls Sie denken, ich habe es irgendwo vertrödelt. Johannes ist in großer innerer Not. Er droht irre zu werden an seinem Glauben. Er weiß sich und die Gemeinde verfolgt um des Glaubens willen. Er hat erlebt, dass viele schon gestorben sind. Viele sind schon hingerichtet worden. Die Zweifel in ihm sind übermächtig, ob Gott diese Welt wirklich noch im Griff hat, ob Gott überhaupt noch da ist. Und in diesem Moment, in dieser inneren Not, die dieser Mann hat, da zeigt sich ihm Gott. Er teilt sich ihm mit in Bildern, in einer Christusvision. Er hört ihn sprechen. Und was er hört und sieht, der Johannes, ist nicht nur geheimnisvoll, sondern auch wunderschön und tröstlich für ihn zu erleben. Und das hat er dann für alle Welt aufgeschrieben. Und so lese ich jetzt unseren Predigtext, der uns für den heutigen Sonntag gegeben ist, aus dem ersten Kapitel der Offenbarung. Ich beginne mit dem 9. Vers. Ich, Johannes, euer Bruder, der mit euch Teil hat an der Bedrängnis und am Reich Gottes, und mit euch ausharrt bei Jesus, war auf der Insel Patmos um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen
und hörte hinter mir eine mächtige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden in Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und Thyatria, nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Da wandte ich mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als sie mich umwandte, sah ich die sieben goldenen Leuchter mit sieben unter den Leuchtern einen, Entschuldigung. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der einem Menschensohn gleich war. Er trug ein langes Gewand und um die Brust einen goldenen Gürtel. Sein Haupt war aber und sein Haar waren weiß, weiß wie Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie starkes Wasser rauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Augenlicht leuchtete hell wie die Sonne. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel zu Tod und Hölle. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, mich hat schon immer dieser Satz bewegt und angesprochen: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Dieser Satz sagt mir, alles, was Menschen sagen und tun, kann immer nur ein Vorletztes sein. Das ist mir besonders wichtig, wenn ich an das denke, was Menschen einander angetan haben und einander antun. Schlimm, wenn sie dann noch den Namen Gottes in solchen Zusammenhängen missbrauchen. Wo Tod, Krieg, Vernichtung und Gewalt und Missbrauch sind, Betrüge, Reihen, Lüge, Hass und Unehrlichkeit, wo einer dem anderen das Leben schwer macht, da ist Gott nicht mit uns. Ich meine, nicht mit dem Täter. Dass Gott mit uns, liebe Gemeinde, wir kennen das aus unserer deutschen Geschichte, ist zu oft missbraucht worden. Das sind viele Wege, die Gott ganz und gar nicht mitgehen wollte und nicht mitgegangen ist. Er ist mit den Opfern gewesen, aber nicht mit den Tätern. Das ist der Grund, dass das Wort Umkehr eine so wichtige Rolle in der Bibel spielt. Umkehr des Menschen, Umkehr des Herzens zu Gott hin, innere Zuwendung zum Leben. Dieser Tage bekam ich ein interessantes Buch in meine Hand. Wenn Gott verschwindet, verschwindet auch der Mensch. So ist der Titel. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber sobald ich mehr weiß, werde ich Ihnen davon hier erzählen. Ich fand den Titel, die These sehr interessant. Wenn Gott verschwindet, verschwindet auch der Mensch. Ich freue mich, dass Jesus Christus der Erste und Letzte ist, weil es mir hilft, dass ich an dem Bösen dieser Welt nicht verzweifeln, nicht irre werde. Denn es gibt viel Böses in der Welt, vieles, viel zu viel. Viel zu viele Menschen leiden und in der Regel leiden sie unter anderen Menschen. Natürlich ist die Welt auch schön und lebenswert. Ich bin nicht pessimistisch und irgendwie zu bedrückt von diesem Wetter, um das nicht auch zu sehen. Die Welt ist gut und lebenswert und Gott hat diese Welt gut eingerichtet. Aber der Mensch in seiner falsch verstandenen Freiheit hat vieles ruiniert und schindet den anderen. Das ist das Problem, liebe Gemeinde. Und da kommt Gott mit seinem Wort und Johannes auch mit seinen Visionen und will uns sagen, dass das so nicht sein soll. Es soll so sein,
dass wir uns an Gottes Willen freuen. Und wir haben hier in dieser schönen Provinz, in der wir leben, in British Columbia, wir haben allen Grund zur Freude. Wir haben alles, was wir brauchen. Die schönen Berge, den Ozean, wir, die wir hier zusammensitzen. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben Essen, wir haben Kleidung. Ich weiß auch, dass es 15.000 in dieser Stadt gibt oder mehr, die das nicht haben. Ich bin dankbar für meine Familie, ich bin dankbar für Frauen, Kinder und Enkel. Ich freue mich über so viele Dinge, die ich habe. Ich freue mich über Bilder, Bücher, Musik. Ich freue mich, wenn mir nette Menschen begegnen, gute Menschen, wenn mir ehrliche Menschen begegnen. Und dennoch weiß ich auch von der anderen Seite, der dunklen Seite des Lebens. Ich weiß davon. Ich höre Menschen die Frage stellen, wie kann Gott das zulassen? Und ob Sie mir das glauben oder nicht, ich habe die gestern Abend, gerade vor ein paar Stunden, gehört, die Frage, wie kann Gott das zulassen? Raketen, Bomben, Gewalt und Opfer, tote Soldaten im Rinnstein. Wie kann Gott das zulassen? Ich sitze im Haus, die Bomben fallen. Ich danke Gott, dass ich am Leben bin. Aber nebenan, die rechts und links, die sind fort, die sind alle tot, die Häuser kaputt. Wo finde ich da Gott in dieser Gewaltkultur? In dem Gebet zu Gott finde ich für mich Ruhe, aber die Fragen kommen trotzdem. Wo ist Gott? Die anderen sind gestorben, die haben vielleicht auch gebetet. Liebe Gemeinde, das sind keine unechten Fragen, das sind ernste Fragen, das sind Fragen, die Menschen stellen. Und ich muss Ihnen gestehen, ich habe auch nicht zu jeder Frage eine Antwort. Ich weiß, wie kompliziert diese Frage ist. Und so habe ich mich besonnen auf ein Altarbild, das ich einmal gesehen habe in einer großen Kirche in Norddeutschland. Das Altarbild zeigt den auferstandenen Christus. Und da muss ich dran denken, heute uns ist erschienen seine Herrlichkeit, über uns ist erschienen seine Herrlichkeit. Dieses Altarbild zeigt den auferstandenen Christus, und er steht da mit ausgebreiteten, segneten Händen. Er segnet alle die, die da praktisch unter seinen Händen sind. Und da sieht man sie, alle Menschen. Da sind auch Soldaten dabei und Kriegsknechte im unteren Teil des Bildes. Die schlafen, ihre Waffen sind zu Boden gerichtet. Sie können nicht mehr töten. Das Leben, so will der Künstler sagen und es mitteilen in diesem Altarbild, ist stärker als der Tod. Der Segen des Christus gilt allen, auch den sterbenden Zivilisten und Soldaten. Dieses Bild habe ich gesehen in einer Stadt, die als erste bombardiert worden ist im Kriege, in Hamburg. Von diesem österlichen Bild, das ich in dieser Kirche gesehen habe, finde ich zu dem Entwurf für ein Osterlied von Kurt Martin, diesen bekannten Schweizer Pfarrer und Dichter. In den Bildern, in Visionen und Hoffnung dieses Liedes finde ich den Gott wieder, der Leben ist und Leben will, der von Gewalt befreit und der uns mit einer Vision für das Leben ausrüstet, mit einer positiven Lebenshaltung, der uns daran erinnert, was Gott uns geben kann, wie Gott diese Erde möchte. Und hier ist das Osterlied von Kurt Martin. Die Erde ist schön und es lebt sich leicht im Tal der Hoffnung. Liebe Gemeinde, ist das nicht eine wunderbar aufbauende poetische Sprache, die uns Dinge wieder in die richtige Beziehung rückt? Die Erde ist schön und es lebt sich leicht im Tal der Hoffnung. Und hoffentlich haben wir Hoffnung. Es geht weiter, Gebete werden erhört. Gott wohnt nahe hinterm Zaun. Die Zeitung weiß keine Zeile vom Turmbau. Das Messer findet den Mörder nicht. Das Gras ist unverwelklicher grün als der Lorbeer. Im Rohr der Rakete nisten die Tauben. Nicht irrsucht die Fliege an tödlicher Scheibe. Alle Wege sind offen.
Im Atlas fehlen die Grenzen. Das Wort ist verstehbar. Wer Ja sagt, meint Ja. Und ich liebe dich bedeutet jetzt und für ewig. Der Zorn brennt langsam. Die Hand des Armen ist nie ohne Brot. Geschosse werden im Flug gestoppt. Der Engel steht abends am Tor. Er hat gebräuchliche Namen und sagt, wenn ich sterbe, steh auf. Eine Vision eines Schweizer Pfarrers und Dichters. Das Ende der Tage, die Welt Gottes, in der wir die Stimme hören, fürchte dich nicht, ich bin der Anfang und das Ende. Liebe Gemeinde, solche Visionen sind wichtig, weil sie von der ungestörten Welt Gottes reden, von dem Paradies. Solche Visionen sind gemeint, dass wir uns daran ausrichten und versuchen, diese Visionen umzusetzen, da wo wir persönlich Verantwortung tragen. Für mich ist wichtig, an dieser Vision auch zu sehen, es ist eine Vision, die wir ins Leben hineintragen sollen, die aber auch das Letzte beschreibt, wenn Christus gekommen ist und die Welt vollendet. Das ist eine vollendete Welt. Aber dieser Traum der vollendeten Welt soll uns befähigen und uns die Kraft geben, uns für diese Welt einzusetzen, damit sie, so gut es geht, teilweise hier und jetzt und heute sichtbar ist und entsteht. Und da tragen wir Verantwortung in unserem Bereich. Die Botschaft, die ich höre in diesem Text heute, ist unter anderem auch, am Ende, ganz am Ende steht das Leben. Am Ende steht der Lebendige. Er ist Erster und Letzter und darum habe ich Hoffnung. Ihm vertraue ich mich an. Und das ist es doch, wenn wir sagen, ich glaube. Wenn ich sage, ich glaube, ist das ein Anvertrauen. Ich sage Ihnen das ganz offen. Jeder, der denkt, dass der Pfarrer einen besseren Draht zu Gott hat, der irrt sich. Wir haben als Pastoren keinen besseren Draht zu Gott. Manchmal verstehe ich Gott auch nicht. Aber ich vertraue ihm. Ich vertraue mich ihm an, auch wenn ich ihn manchmal nicht verstehe. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Manchmal hilft nur das, liebe Gemeinde, wenn die Angst groß ist, dass da jemand auf uns zutritt, uns fest anschaut, uns anrührt bei der Hand und sagt, fürchte dich nicht. Das ist auch ein Teil Himmel auf Erden, den Jesus ans Herz legt, dass wir einander im Blick haben und wenn es nötig ist, einander an die Hand nehmen und dieses Wort sagen, fürchte dich nicht. Dem anderen zum Christus werden, fürchte dich nicht, ich bin da, ich helfe dir. Manchmal hilft nur das. Für den gefangenen Johannes war Jesus selbst, der ihm gegenübertritt und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und sieh, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und will ihm damit sagen, auch du wirst das erleben. Genauso haben es viele Menschen danach wieder und wieder erlebt. Sie haben Christus erlebt in ihrem Glaubensleben, in ihrem Gebet, im Lesen der Bibel, im Sprechen mit anderen. Sie haben die Nähe Gottes gespürt und darin Mut gefunden und Hoffnung gefunden, Mut zum Weitermachen und Weitermachen, auch besser gesagt, in manchmal verzweifelten Situationen. Ich erlebe das am Krankenbett. Ich erlebe das da, wo Menschen sich tapfer mit ihrer Depression auseinandersetzen und mutig ihre Schritte aus der Finsternis gehen. Auch das habe ich erlebt in den letzten
Wochen und Monaten. Für mich ein Zeichen, dass Gott mit den Menschen ist, an den Menschen, in die Finsternisse dieser Menschen geht. Große Namen kommen mir ins Gedächtnis. Leute, die das auch gelebt haben. Ich denke an Martin Luther King, Heinrich Albers, Johannes den 23., Mutter Teresa, Pastor Niemöller, Oskar Romero, Maximilian Kolbe, Dietrich Bonhoeffer. Ich könnte noch viel mehr nennen. Manche von ihnen sind seit 1998 im Westportal der Westminster Abbey zu sehen, wo die Märtyrer des 20. Jahrhunderts dargestellt werden. Da gibt es eine schöne Reihe von Steinfiguren, von denen ich einige hier erwähnt habe. Märtyrer des 20. Jahrhunderts. Zeugen einer besseren Welt. Menschen, die ihren Weg auf Gott ausgerichtet hatten. Menschen, die aus ihrem Gottvertrauen heraus gelebt und gehandelt haben und die Welt verändert. Liebe Gemeinde, ich glaube, Vertrauen ist das Größte, wozu wir Menschen fähig sind. Vertrauen zu Gott, Vertrauen in Gott gibt dem ganzen Leben noch eine weitere Dimension hinzu, ein Kraftpotenzial, das außerhalb unserer selbst liegt, aber durch den Glauben uns zugänglich wird in unser Leben hineinströmen, als Hoffnung, Zuversicht, Vertrauen, Mut, Freiheit zur Tat. Liebe Gemeinde, wenn ich die Märtyrer erwähnt habe, wenn ich von denen gesprochen habe im Krankenbett, von denen gesprochen habe, die ihre Depression tapfer angehen. Ich habe diese Menschen im Blick als lebendige Beispiele dafür, dass aus dem Glauben in ihr Leben etwas hineinströmt, was sich dann darstellt als Hoffnung, als Zuversicht, als Vertrauen, als Mut und Freiheit zur Tat. Es ist der Glaube, der, ich gucke jetzt besonders auch auf die Märtyrer, der ihnen die innere Freiheit gegeben hat, aufzustehen gegen Unrecht und Gewalt. Und das ist von außen in ihr Leben eingeströmt und besser und anders kann ich es nicht erklären. Das ist für mich der Geist Gottes. Und da kann keiner kommen und mir sagen, das gibt es nicht. Diese Menschen sind der lebendige Beweis, dass es das gibt. Der glaubende Mensch, der Gott vertraut, erlebt etwas in und durch seinen Glauben, das von vielen, und das weiß ich auch, liebe Gemeinde, das von vielen Menschen, vom sogenannten modernen Menschen heute, angezweifelt wird. Die Kraft des Glaubens wird angezweifelt, die Gegenwart Gottes wird angezweifelt, die Ewigkeit wird angezweifelt. Und trotzdem haben wir die andere Seite, dass dieser Glauben Menschen die Freiheit gibt, sich zu engagieren. Und diese Freiheit, das ist mein letzter Gedanke, den ich hier heute ausführen will, wächst aus der Ewigkeitshoffnung, die offensichtlich da ist im Leben vieler Menschen, denen die Freiheit gibt, sich zu engagieren. Diese Menschen haben in ihrem Leben eine Dimension entdeckt und ihrem Leben eine Dimension hinzugefügt, die wir Gott nennen. Ich denke, mit dem Niedergang der Ewigkeitshoffnung hat der moderne Mensch mehr verloren, als ihm bewusst ist. Und ich will Ihnen jetzt im letzten Abschnitt meiner Predigt erzählen, was ich damit meine, und ich hoffe, es wird nicht zu kompliziert. Nochmal, ich bin davon überzeugt, dass mit dem Niedergang der Ewigkeitshoffnung der moderne Mensch mehr verloren hat, als ihm bewusst ist. Am Ende des Mittelalters, am Beginn des modernen Zeitalters, wird mit dem Niedergang der Ewigkeitshoffnung das Leben unserer irdischen Tage zu dem, auf das alles begrenzt ist. Da ist unser irdisches Leben und das war's. Und das hat seine Grenzen, wie jeder weiß. Und dann kommt nichts mehr. So denkt der aufgeklärte und moderne Mensch. Und das hat zur Folge, dass zwei Dinge entstehen.
wenn mein Leben begrenzt ist, dann entsteht als erstes ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit, dass mein Leben so lang wie möglich verlängert werden kann. Das ist die erste Folge, dass wir in einem Zeitalter leben, wo Menschen ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit haben. Egal, das kann man medizinisch und anders beurteilen, um das Leben so lang wie möglich zu haben. Das ist das eine. Wir erkennen, unser Leben ist begrenzt, es gibt keine Ewigkeit mehr. Das war's. Der zweite Punkt ist, jetzt haben wir das erkannt, dass das Leben begrenzt ist. Dann kommt ein zweites hinein, die Beschleunigung des Lebens. Mein Leben ist begrenzt, also muss ich in diese Begrenzung hinein so viel wie möglich reinpressen. Und so wären zwei Dinge zur vordringlichen Aufgabe im Leben und in der Verbesserung der Welt. Die Sicherheit und die Beschleunigung. Sicherheit, um dem einzelnen Leben wenigstens eine durchschnittliche Länge zu geben. Und dann die Beschleunigung wird nötig, weil ich mir einmal erkenne, als moderner Mensch, da ist eine große Kluft zwischen dem, was möglich ist, und zwischen dem, also zwischen den Möglichkeiten, die angeboten werden, und zwischen dem, was meine Lebenszeit zulässt. Und was macht denn der moderne Mensch? Er gerät in Panik. Er stellt mit einmal fest, Mensch, als Kind, mein Leben ist begrenzt und da sind so viele Möglichkeiten raus im Leben, was ich alles machen und tun erleben könnte. Und dann kriegt er Panik und dann wird beschleunigt. Wenn man das Gefühl hat, man könnte was verpassen. Und das ist mein Punkt. Neben dem Tod tritt dann mit einmal ein viel noch ärgerlicher Widersacher des Lebens, nämlich die Angst, etwas zu versäumen. Liebe Gemeinde, ich kenne genug Menschen, die Angst haben, etwas zu versäumen. Aus dieser Angst, etwas zu versäumen, kommt die Panik, kommt die Unruhe, kommt die Geschwindigkeit. Und so rasen die Leute im Allzugtempo durch das Leben und übersehen die einzelne Rose am Wegesrand. Ich bin nicht alleine drauf gekommen. Ich habe da früher schon bei Exupéry was gelesen. Sie verzeihen mir, dass ich das in Englisch zitiere. Ich habe es in Englisch gelesen und fand das prägnant, so wie es formuliert ist in Englisch. People set out on their way in express trains, but they do not know what they are looking for. They rush about and get excited and turn round and round. They raise 5,000 roses in the same garden, and they do not find in it what they are looking for. Yet, what they are looking for could be found in a single rose or in a little water. Liebe Gemeinde, ist das nicht wahr? Der Verlust der Ewigkeitshoffnung und ihre Folgen, davon wollte ich sprechen im letzten Gedanken. Ist nicht gerade unser Glaube in Jesus Christus, der unser Leben eben auch durch stille Gebet und Betrachtung entschleunigt und uns hilft, Wichtiges vom Unwichtigen zu scheiden? Es ist mein Glauben, der mir hilft, Prioritäten zu setzen und das wahre Leben wahrzunehmen. Auch Jesus hat immer wieder die Stille gesucht. Ja, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Also, liebe Gemeinde, achtet auf eure Seele. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist in aller Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen. Lasst uns jetzt gemeinsam singen.